Mond kreist unbewegter Miene um die Erde und schaut sie sich genau von allen Seiten an. Nachdem Aurora aus ihrem Leib geschlagen wurde, hat sich auf ihr Erstaunliches getan. Bald sei sie verwüstet oder ganz versunken und traf sie plötzlich ein Kometenvagabund. Dann hüllten Feuerstürme ihr Gesicht in Funken und er hielt Wache, bis sie's überstand. In ihrem Koma war noch schöner sie geworden, mit grünen Wäldern, blauen Seen und Flüssen klar. Skurrilen Wesen in der Luft bis tief in Fjorden, es war genug und Platz für alle da. Nach 10 Milliarden Runden sah er, wie dort unten sich feine Linien nach eigenem Gesetz verzweigten und verknoteten, sich um sie spannten und eng umschlangen wie ein Spinnennetz. Und an den Knoten wuchsen Städte und Fabriken und in den Zwischenräumen wehte blauer Staub. Und in den Dämmerungen sah er ihre Lampen blinken und leise drang Musik zu ihm hinauf. Er hörte dumpfes Donnern und sah grelle Pilze. Die Lichter ihrer Lampen gingen wieder aus. Er schien auf Feldern namenloser weißer Kreuze, bedeckt mit raureif grauen Bomben raus. Der Mond kreist unbewegter Miene um die Erde und wird sie sich noch viele Nächte lang besehen. Sie gemeinsam in der roten Chromosphäre der aufgeblähten Sonne untergehen.